zweiten Teil gehen zum heutigen Themenabend. Wir werden das akute Coronarsyndrom heute bearbeiten. Es wird ein kurzes Fallbeispiel von mir geben. Und bevor der Reinhard noch geht, ich habe immer gern mit ihm Nachtdienst gemacht und habe noch das letzte Nachtdienstbild von ihm. Das ist nämlich genau so, da liegt er auf der Couch und tut nichts und wer arbeitet, seine Assistenten. Und da habe ich ihn leider fotografieren müssen und das bekommt er für sein Primatisch, dass er weiß, was er wirklich einmal down hat bei uns. Vielen Dank. Danke. Das gehört dazu. Gut, wie es so bei Fallbeispielen ist, ist es meistens halt immer so, dass man dorthin kommt und eigentlich nicht weiß, was ist jetzt dort, was passiert jetzt dort, was hat der Patient wirklich. Und da gibt es diesen schönen Ausdruck, wenn du Hufgetrappel hörst, denke zuerst an Pferde und nicht an Zebras. Das haben wir im Studium immer so gelernt oder bei der Rettungssanitäterausbildung. Oder sollte man doch zuerst an Zebras denken und dann an Pferde? Es ist nicht immer so leicht, weil ab und zu ist das Pferd ein Zebra oder das Zebra ein Pferd. Und präklinisch ist es immer schwer zu sagen, ja, was hat der Patient jetzt wirklich? Ich habe vielleicht keine Blutabnahme mit, ich kann keine Lungenröntgen machen. Es ist leicht, solche Patienten in einen CT zu schieben, weil dann kriege ich eine Gesamtdiagnostik und kann ich sagen, okay, das hat der Patient. Wie war es damals? Das war im Jahr 2013, das war um die Mittagszeit. Einen Hunger haben wir schon gehabt, aber wie auch immer, wir haben vormittags den Piepser gehabt, die Internisten. Und die Alarmmeldung war allergische Reaktion, derzeit unklar beim Hausarzt. Das sind so die Klassiker. Erstens, ja, man fährt zum Hausarzt, dann denkt man sich, hoffentlich ist es schon mal gut vortherapiert. Und allergische Reaktion, was kann das alles sein? Der Einsatzort war Bruck an der Mur. Ihr seht es da, da ist ein Spital, da ist diese Karl-Renner-Straße, also der Weg ist eigentlich sehr kurz dorthin. Wir haben auch sehr rasche Sanitäter bei uns, die auch sehr zügig vornehmen, also wir waren in ein paar Minuten waren wir schon vor Ort. Was hat uns dort erwartet, beziehungsweise was denke ich, oder was habe ich mir gedacht während der Anfahrtszeit? Naja, allergische Reaktion auf welches Agens, was kriegt man beim Hausarzt, was kann sein, Antibiotikum wird eher selten angehängt, aber kann natürlich auch sein. Meistens sind so diese Wirbelsäulenschmerzen, wo die Patienten Diclofenac oder NSAR bekommen. Und welches Stadium hat der Patient? Rät der Patient mit mir, hat er nur ein Exanthem oder hat er eigentlich nur mehr einen Blutdruck von 40 und kann gar nicht mehr mit mir reden und wir kommen in die Reanimationssituation vielleicht sogar. Also da kann uns schon einiges erwarten. Was war jetzt am Schluss eigentlich beim Hausarzt los? Die Hausärztin war eigentlich sehr entspannt, ja. Der Wartesaal war voll und natürlich so in der Art, sie ist reingekommen und gesagt, ja schön, dass du da seid. Sie hat da eine Patientin, die hat Wirbelsäulenbeschwerden und die hat Diclofenac gehalten. Also die Idee dahinter war nicht so schlecht für mich, okay, das wird schon irgendwie in die Richtung sein. Was war dann? Sie hat das fünfte Mal anamnestisch die Medikamente schon bekommen und sie hat NSAR laut der Patientin immer vertragen. Aber heute hat sie nach 5 Minuten plötzlich eine Übelkeit bekommen. Na gut, was kann das sein? Kann eigentlich alles sein, Übelkeit, wo schlechtes Gessen, vielleicht Infusionen, Stechen von der Hausärztin nicht vertragen. Wie auch immer, also kann eigentlich sehr viel dahinter liegen. Sie hat aber gesagt, ja, sie hat schon vortherapiert, sie hat auch Fortikotin gespritzt und dazu Fran 8 Milligramm. Ja, also für die allergische Therapie, das kann man ein bisschen erweitern, das wissen wir alle, glaube ich, aber sie hat was gemacht, sie hat eine Leitung gekriegt, sie hat einmal was gespritzt und sie hat schon mal vortherapiert und uns nachgeholt. Das war schon mal, kann man sagen, danke und gut gemacht. Was war jetzt dort? Die Patientin war 1955 geboren, das ist für einen Internisten eigentlich eine recht junge Patientin, also wir sind froh, wenn wir mal solche Damen treffen. Sie war auf der Liege liegend, also sie war nicht sitzend oder so und wie ich reingegangen bin, habe ich gedacht, scheiße, sie gefällt mir nicht. Ja? Das ist so, wenn man in einen Raum reingeht, einen Patienten sieht und der ist grau, der ist blass, der hat irgendwie gar keine Hautfarbe mehr, da weiß man, da ist irgendwas dahinter. Sie war ansprechbar und orientiert, jedoch tachypnoisch und sie sagt, sie kriegt schwer Luft. Die Pulse muss ich jetzt lügen, aber ich kann es nicht mehr sagen, ob ich es getastet habe oder nicht. Was bedeutet das? Wenn man peripher keinen Puls tastet, dann weiß man, okay, der Blutdruck wird wahrscheinlich sehr nieder sein und wir haben da ein Problem. Wie war das Ganze dann weiterhin? Als Internist schaut man sich die Patienten natürlich an und redet mit ihnen. Ja? Das ist so irgendwie unser Grundeigentum als Internisten. Was war dann? Sie hat dann erzählt, ja, sie hat eigentlich immer wieder Wirbelsäulenbeschwerden und hat das Diclofenac immer bekommen von ihr und heute hat sie es einfach nicht vertragen. Sie hat die Infusion bekommen und auf einmal ist ihr plötzlich schlecht worden. Was sie zusätzlich hat, sie hat auch zusätzlich einen Druck auf der Brust, wirklich streng retrosternal, keine Ausstrahlung, Oberbauchbeschwerden keine gehabt, subjektiv Atemnot. Und was sie mir dann noch erzählt hat, sie hat eine bekannte KAK1, das heißt, sie hat vor einem Jahr ein Endstemi gehabt, die ist bei uns kathetert worden, hat ihre Tabletten aber regelmäßig genommen und was sie mir immer geschworen hat, sie hat sich die letzten Wochen normal
belasten können. Sie hat normal Stiegen steigen können, sie hat keinen Druck auf der Brust gehabt, sie hat regelmäßig internistische Kontrollen gemacht. Also diesbezüglich hat sie keine Probleme gehabt. Das, was sie einfach Beschwerden gemacht haben, waren einfach diese Wirbelsäulenbeschwerden, warum sie die Hausärztin behandelt hat. Was haben wir jetzt für Arbeitsdiagnose? Was tun wir? Na gut, wir versuchen mal irgendwie zum Evaluieren. Das heißt, ich habe mir mal die Patientin mal angeschaut, was habe ich gefunden? Eigentlich nicht viel. Lunge, Herz war frei. Das, was irgendwie auffällig war, sie hat ein Exanthem gehabt. Exanthem wirklich schön auf dem Bauch begrenzt. Das war klassisch zum Sehen und das ist erst aufgetreten nach der Infusion. Das haben auch die Hausärztin bestätigen können, das hat auch sie mir bestätigen können. Die Extremitäten haben nichts gehabt, aber sie war grau und sie waren nicht schweißig. Also es waren Dinge, die mir nicht ganz zusammengepasst haben. Aber wenn ich das herausfiltere, sie hat ein Exanthem gehabt, sie war grau. Also das sind schon ein paar Punkte, auf die man eingehen könnte. So hat das ungefähr ausgeschaut, also quasi, wenn wir dieses Bauchdenken, ja. So knallrot war sie. Was haben wir gemacht? Ich habe mir eine graue Leitung gelegt. Das war von der Hausärztin-Leitung, also wir haben mal zwei Leitungen gehabt, dass wir gescheit Volumen geben können. Der Sani, der dort war, gesagt, er misst keinen Blutdruck, er probiert es, aber er schafft es irgendwie nicht. Monitoring Pulsoximetrie haben wir draufgegeben und einen Sauerstoff haben wir mal gegeben. Wie ist dann weitergegangen? Der Sani gesagt, er misst es nicht, er schafft es nicht. Also dieses periphere Tasten mit ich taste keinen Puls, das hat irgendwie zusammengepasst. Dann haben wir unseren Lifepack 15 eingesetzt. Am Monitor haben wir eine Sättigung von 80 gehabt, was wahrscheinlich bei diesem Blutdruck schwer zu interpretieren war, aber die Pulskurve war in Ordnung und die Frequenz war nur 80-90, was wieder zum niedrigen Blutdruck irgendwie nicht ganz zusammenpasst. Haben wir jetzt eine Arbeitsdiagnose? Irgendwie niedriger Blutdruck, Patientin grau, Patientin geht es nicht gut. Was machen wir? Sollen wir einfach aufgrund des Exanthems gleich therapieren? Ist das eigentlich jetzt nur die allergische Reaktion auf Diclofenac? Naja, viel was anderes haben wir nicht gehabt. Also das war mal meine erste Arbeitsdiagnose. Wie ist es weitergegangen? Wir haben dann mit dem Lifepack 15 probiert zu messen, haben einen Druck von 66 systolisch gehabt. Na gut, also die graue Hautfarbe können wir uns ein bisschen erklären. Das Exanthem kann auch irgendwie zusammenpassen. Die allergische Reaktion wird immer wahrscheinlicher. Dann haben wir heute halt einmal schnell mit der Hausärztin das aufgezogen, haben wir quasi eine antiallergische Therapie haben wir gemacht, mit einem Finistil, mit einem Ulsal, Aemi haben wir schnell über die graue Leitung gegeben. Und das Cortison hat sie mal gekriegt, also wir haben versucht, das ein bisschen so zu optimieren, die Therapie. Irgendwie haben wir gedacht, ja, Druck auf der Brust, ist schon blöd, wenn ich ins Spital komme und kein 12-Kanal-EKG schreibe. Meine Sanis, die da sitzen, wissen, ich liebe 12-Kanal-EKGs. Also jeder, der nicht irgendwie auf den Kopf geflogen ist, kriegt bei mir 12-Kanal-EKG. Das haben wir natürlich dann auch bei ihr gemacht. Mein Neff Sani habe ich rausgeschickt, um einen Adrenalbefuß herzurichten. Einfach vorbeugend, brauche ich es, vielleicht brauche ich es nicht, aber dann habe ich es bei der Hand. Ich habe mir selber in der Zeit eine Neosinephrine aufgezogen, das ist so das, mein Medikament der Wahl, wenn ich Blutdruckprobleme habe bei Patienten. Das ist schnell hergekriegt, es ist gut steuerbar. Und ich habe gemerkt, das EMI alleine hat den Druck schon gehoben. Ja. Also das EMI im Schuss hat ihr gut getan und sie sagt da, die Dyspnoe wird besser und auch die Hautfarbe ist besser geworden. Wie ist dann weitergegangen? Nur als Beweis, das waren ihre Blutdruckwerte 66-33 und das war quasi nach dem EMI. Die Herzfrequenz, ja, da ein bisschen Prädikat, okay. Aber sonst ist sie ja normokard gewesen, also ist irgendwie keine Tachykardie oder so gekommen. Und das war das erste EKG. Ja. Was seht ihr? Haben wir jetzt noch immer unsere allergische Reaktion? Haben wir jetzt, weiß nicht, möchte sich irgendwer befunden? Ein paar Hobbykardiologen haben wir sicher im Raum. Sieht irgendwer Hebung? Hände in die Höhe? Schon, oder? Ja, also das ist für mich nicht so ganz eine typische Hebung, aber es ist eine Hebung da, ja? In 2-3 AVF, in zusammenhängenden Ableitungen, aber auch hier, V1, V2, Spiegelbilder, ja? Haben wir jetzt ein STEMI mit einem Exanthem? Passt das irgendwie zusammen? Naja, ich habe das EKG gehabt, ich habe die Klinik dazu gehabt, ich habe die Anamnese dazu gehabt. Was haben wir gemacht? Die Arbeitsdiagnose, allergische Reaktion ist irgendwie stehen geblieben, weil das Exanthem war da, ja, das ist bewiesen gewesen. Und irgendwie ein STEMI habe ich auch gehabt. Ja. Habe ich jetzt das Zebra, habe ich das Pferd, habe ich beides? Also ganz klar haben wir das dort nicht. Was habe ich gemacht? Wie es jeder gescheite Notarzt macht, er ruft das Zentrum an und sagt, was soll ich tun? Das habe ich gemacht. Ich habe da meinen Kollegen Kasper dann angerufen und gesagt, ich habe das jetzt, was soll ich machen? Er hat gesagt, ja, hilft nichts, wir werden laden. Wir haben dem Patienten Prilic 180 Milligramm gegeben, wir haben den Heparin geladet.
Aufs Aspirin habe ich verzichtet aufgrund der Kreuzreaktion. Irgendwann habe ich in Biochemie mal gelernt, Diclofenac und Aspirin, das hat irgendwie so den gleichen pharmakologischen Weg. Obwohl sie als Dauertherapie gehabt hat, ich habe es einfach weggelassen. Und der Fan hat es gekriegt, dass es keine Schmerzen hat. Also das war, ja, bei mir braucht keine Schmerzen haben, das hat sie dann gekriegt. Und es hat funktioniert. Also sie hat dann noch keine Beschwerden mehr gehabt. Ja, wie ist dann weitergegangen? Die Beschwerden sind besser geworden, der Druck ist rein durch das Elomel schön auf über 100 gestiegen. Und so wie ich es dann immer mache auf der Fahrt, mache ich meistens Kontroll-EKGs, weil es mich einfach interessiert, ob sich die Hebung, ob sich irgendwas ändert, ob irgendwie Rhythmusstörungen kommen, ob irgendwelche Endstrecken sich verändern. Und was ist passiert? Das ist das Folge-EKG. Nach 3 Minuten. War das jetzt das Druckheben? War das jetzt das Prilik, das sofort wirkt? In 3 Minuten? Ja, das ist jetzt die große Frage. Sie war fast beschwerdefrei. Also sie hat nur ein leichtes thorakales Druckgefühl gehabt, aber es ist ja eigentlich recht gut gewirkt gegangen. Die SD-Hebungen waren nicht mehr da, die SD-Senkungen sind teilweise noch geblieben, die Beschwerden sind besser geworden und der Blutdruck war auch besser. Da sieht man dann das Protokoll, wie wir dann abgegeben haben, also mit 120 systolisch. Was ist dann rausgekommen? Sie ist dann akut kathetert worden, also der Tisch ist freigehalten worden und was war? Nichts war. Sie hat ihre alte KAK gehabt, kein Hinweis auf relevante Stenosen oder Progredienz der KAK. Also sie hat keinen Stent bekommen, es wurde nichts gemacht. Was war das jetzt? Ja? Das ist jetzt die große Frage, nur als Beweis, das war der Troponinverlauf. Irgendwie, naja, CK ist zur Spur gekommen, aber kein Troponin. Und auch im Katheter, ja, da war 50%ige in der CX. Irgendwie, es war nichts Greifbares da, was wir ihr Gutes tun hätten können. Dann haben wir gesagt, ja, was war das jetzt? War es jetzt Ausschluss, akut kardiorespiratorisches Ereignis? War es ein Vasospasmus? Allergische Reaktion auf Diclofenac und deswegen eine Blutdrucksenkung. Ich sage dann immer halt, Ergometrie für Arme jetzt. Einfach, ja, ich habe Allergie provoziert und das hat sie dann gehabt. Oder war es ein sogenanntes seltenes Kunis-Syndrom? Ich weiß, ob ich das irgendwie schon mal gehört habe. Also für mich war das damals nicht bekannt. Ich danke da meinen Kollegen Uwe Spitzer, weil der hat gesagt, du, da gibt es das Syndrom. Dann habe ich das einmal gegoogelt und das gibt es wirklich. Falls irgendwen interessiert, dort wird es beschrieben. Es ist sehr selten, es gibt Kunis 1, Kunis 2, Kunis 3. Also wenn es interessiert, Kunis 1 sind Leute, die ja schon KAK haben, Kunis 2 ist ausgeschlossen und Kunis 3 habe ich jetzt leider vergessen, weil es wirklich so häufig ist. Aber wenn es wen interessiert, da steht das nach, da kann man das nachlesen. Und es wird auch quasi empfohlen, dass man solche Leute therapiert. Also es gibt dieses Kunis-Syndrom, die, wenn sie eine allergische Reaktion haben, eine Minderdurchblutung haben und dadurch eine Hebung entwickeln und auch die typischen Symptome entwickeln. Man kann das auch bestimmen, das habe ich damals noch nicht gewusst, sonst hätte ich das gemacht und den Fall veröffentlicht, dass ich einmal irgendwas veröffentliche. Aber man sagt auch, okay, man muss den Experten anrufen, aber so therapieren, als ob es was wäre. Ich habe daraus gelernt, ich weiß, es gibt es jetzt. Ob es mich in meiner Notarztkarriere wieder mal erwischt, glaube ich nicht. Ja. Aber es ist, glaube ich, ganz interessant, dass man das einmal hört. Gibt es dazu Fragen? Zum Kunis-Syndrom. Ich bin jetzt der Experte für Kunis-Syndrom. Ich käme nämlich genau gleich viel aus wie im KUP. Ja. Wir haben das dann empfohlen. Ja. Was dann rausgekommen ist, weiß ich nicht, weil die Patientin hat sich nie mehr gemeldet bei uns. Nicht, weil wir so unhöflich waren. Aber ich habe heute nachgeschaut im Medax und die Patientin war nie mehr bei uns. Das heißt, von der KAK her war es in Ordnung. Ich hoffe mal. Ja. Okay, die Frage war, wie war die Frage, ob wir es austesten haben lassen bezüglich Diclofenac. Gibt es sonst noch Fragen?